Moin Moin, liebe Community, da bin ich wieder, euer Stevinio aus dem guten alten Schesel für euch live hier am Start mit einem coolen neuen Video. Und heute geht es um ein total neues Konzept, was für einige von euch vielleicht gar nicht mehr so neu ist, aber für mich ist es neu, und zwar um DTube. In der Vergangenheit haben mich immer wieder Community-Mitglieder darauf hingewiesen und haben gesagt, Krömer, guck dir unbedingt mal DTube an, das ist richtig geiler Scheiß. Und ich habe mich immer gefragt, was wollen die von mir, DTube, ja, es gab ja so viele YouTube-Alternativen vorher, ich weiß gar nicht mehr, wie sie alle hießen. Und natürlich sind viele Leute auf der Suche nach Alternativen, weil YouTube und Google aktuell einfach nerven, das muss man einfach mal sagen. Der Algorithmus, der momentan da wütet, nervt schon sehr. Bei mir ist es mittlerweile so, dass ich jedes Video, oder sagen wir mal mindestens jedes zweite Video, was ich hochlade, automatisch von dem YouTube-Algorithmus entmonetarisiert wird. Was ich gelinde gesagt eine Unverschämtheit finde. Und wenn man dann immer eine manuelle Beantragung oder eine manuelle Überprüfung beantragt, dann ist es einen Tag später wieder entsperrt. Und das nervt schon sehr. Und ja, von daher gibt es auch viele große YouTuber, die ihr Lebensunterhalt davon verdienen und total davon genervt sind und sich nach Alternativen umschauen. Von daher, ja, die ganze Entertainment-Welt, Internet-Entertainment-Welt sucht nach einer Alternative zu YouTube. Und warum soll das YouTube eigentlich noch nicht werden? Warum ich von DTube so begeistert bin, hängt natürlich auch damit zusammen, dass ich momentan total im Kryptofieber bin. Um das Ganze grob zusammenzufassen, DTube macht Folgendes. Es belohnt euch dafür, dass ihr Videos hochladet, beziehungsweise diese liked und kommentiert. Ja? Und es ist nicht nur so, dass das nur DTube betrifft, sondern diese ganze, also macht sich ein Account bei Steemit, und mit dieser Account oder dieses ganze System ist quasi sowas wie eine Konsole oder etwas, was davor geschaltet ist, vor die Kryptowährung Steem. Steem werdet ihr schon mal gehört haben. Irgendwie, Edu hat mir die auch schon ein paar Mal empfohlen. Das ist eine relativ stabile und gute Kryptowährung. Und stellt euch das, dieses DTube so vor, als wäre das der Klient, mit dem man die Kryptowährung farmt oder meint. Ja? Und wenn ihr euch einen Steemit-Account macht, und da solltet ihr jetzt in diesem Moment schon mit anfangen, weil das immer 3-4 Tage braucht, bevor der freigeschaltet ist, dann könnt ihr damit viele Sachen machen. Wie gesagt, es gibt nicht nur DTube, sondern es gibt auch, über Steemit könnt ihr direkt Blog-Content machen und den verlinken. Und da läuft das genauso. Auch da Daumen nach oben und Kommentare sorgen dafür, dass ihr Kryptowährung aka Steem meint oder produziert. Wir schauen uns heute aber nur DTube an. Und was so cool daran ist und wie das ungefähr funktioniert, zeige ich euch jetzt direkt am Rechner, damit ihr das alles mal in Bild und Farbe seht. So, liebe Community, jetzt sind wir am Rechner und ich zeige euch mal eben meinen DTube-Account. So sieht das Ganze aus. Ich habe jetzt testweise einfach 2 Videos hier hochgeladen. Das sind irgendwie meine ersten beiden Krypto-Videos, die ich beide auch ganz schön finde. Und ja, ihr seht schon, das ist jetzt seit 2 Tagen on und ja, das guckt halt keiner mehr, weil das hier schon jeder kennt und so weiter. Und wahrscheinlich auch noch, ich habe da vor 2 Tagen erst dazu aufgerufen, es dauert ja 3-4 Tage, bis der Account freigeschaltet wird. Gut, wir fangen mal ganz von vorne an. Steemit.com, das ist erstmal das Wichtigste, ja. Steemit.com, da könnt ihr euch einen Account machen, ja. Wie gesagt, Freischaltung dauert ungefähr 3 Tage, so. Wenn ihr euch einen Account macht, dann habt ihr hier die Möglichkeiten, kreativ zu werden. Ihr könnt hier Nachrichten posten, das sind dann sogenannte Blog-Einträge. Und da gilt dasselbe wie bei Steemit. Wenn die geliked werden oder Kommentare oder so bekommen, dann grindet ihr damit Steem-Währung. So, wir gehen mal zurück. Ganz wichtig, jetzt werdet ihr euch fragen, ja, wie komme ich denn da jetzt, wenn ich jetzt einen Account auf Steemit habe, wie komme ich denn damit auf DTube? Ganz einfach, ihr braucht eure Accountdaten dafür, ja, er fragt dann, wenn ihr euch, wenn ihr einen Account habt, fragt er auf DTube, warte mal, wenn ich auslogge, müsste man das ja eigentlich sehen können. So, wenn ich nämlich einloggen will, fragt ihr mich einmal nach meinem Steem-Benutzernamen, der ist bei mir Stevinio. Und dann braucht ihr einen privaten Posting-Key. Ne? Und jetzt, ja, also euer Steem-Passwort, wenn ihr euch da angemeldet habt, das ist ähnlich wie ein Seed bei Yota, irgendwie unendlich lang. Das müsst ihr auch wieder speichern, damit ihr in euren Account immer wieder reinkommt. Das zeige ich natürlich jetzt nicht, aber das könnt ihr hier nicht angeben, ja, sondern ihr braucht einen privaten Posting-Key. Und den kriegt ihr, wenn ihr euch angemeldet habt, unter einem Steemit-Account, unter Wallet, ja, das ist euer Wallet, das ist wie bei Kryptowährung das Wallet, unter Permissions. Und dann habt ihr hier einen Posting-Key, ja, das ist jetzt nicht meiner, die Trolle unter euch müssen sie jetzt nicht denken, dass sie einfach diesen Key hier nehmen können und den eingeben und dann unter meinem Namen posten können. Man muss dazu hier auf Show Private Key drücken, damit der angezeigt wird, sonst habt ihr da gar nichts, ja.
Das ist nötig. So, das heißt, ganz wichtig, also wenn ihr auf YouTube posten wollt, Wallet, Permissions, Show Private Key, den kopieren, den hier eingeben und dann könnt ihr YouTube nutzen. Der Unterschied zu YouTube und Co. ist jetzt bei YouTube, dass ihr es nicht nach Aufrufen geht. Das hat natürlich den Vorteil, dass ja diese ganze Clickbait-Kacke und so wegfällt, weil ein Video schon vernünftigen Inhalt haben muss, damit die Leute kommentieren und liken und so weiter. Das heißt, ja, Sempervideo macht schon auf YouTube schon seit Jahren hochwertige Videos und die haben YouTube auch für sich entdeckt und der ganze Kanal ist halt überragend, weil der auch irgendwie das alles zusammen erklärt. Steam mit, was ihr wollt. Also ich habe mir die Videos alle angeguckt, die sind wirklich großartig. Ja, Sempervideo macht schon seit Jahren überall großartige Videos. Und ja, hier könnt ihr, ne, ich habe ihn auch abonniert. Und schaut mal, der Kanal hat schon einen Wert von $350, ja. Jetzt gehen wir mal zurück zu meinem Kanal. Der ist erst $3,38 wert, aber auch da habe ich schon einen leichten Zugewinn bekommen, ja. Und das ist alles ein bisschen kompliziert. Ich versuche es mal grundsätzlich zu erklären. Also, ihr habt hier also drei Dinge. Einmal euren Account Value, das heißt, wie viel wert ist euer Account. Eure Voting Power, die ist wichtig für Daumen nach oben, ja. Das heißt, wenn ihr, oder Kommentare, die ihr liken wollt und so weiter. Ihr könnt nicht so oft unendlich viel liken, sondern ihr solltet das gut überlegen. Und ja, die Voting Power wird dann immer weniger und immer weniger von eurer Steam Power geht dann quasi in die Votes. Klingt jetzt alles sehr kompliziert, braucht ihr auch gar nicht. Könnt ihr euch nochmal die ganzen Sempervideos angucken, da wird es nochmal detaillierter erklärt. Das wird mir jetzt viel zu komplex, das will ich hier gar nicht in der Breite erklären. Mir geht es hier nur darum, dass ich euch die verschiedenen Sachen erkläre. Der dritte Wert hier ist die Reputation und so weiter. Jetzt wird es interessant, jetzt gehen wir mal in euer Wallet. So, das heißt, je nachdem, wie viele Kommentare und Likes, wenn jetzt hier mal das Video reingeht, da habe ich jetzt irgendwie einen halben Dollar mit gemacht, haben 10 Leute abgestimmt. Seht ihr auch irgendwie, das ist wieder, ich mach mal eben hier, jetzt läuft hier der Dings. Das hier ist jetzt wieder davon abhängig, was für eine Steam Power die haben. Guck mal, der gute alte Edu hat hier auch abgestimmt. Hahaha. Und wenn ihr dann einen Account habt und je nach eurer Steam Power, wie Prozent ihr habt, steigt halt die Dollar, die ich hier verdient habe. Die Dollar hängen natürlich davon ab, was für einen Wert gerade Steam hat und so weiter. Und ja, also, wir nehmen einfach mal mit daraus, ohne jetzt intensiv ins Detail gehen zu wollen. Je mehr Leute einen Daumen nach oben geben, je mehr Leute Kommentare schreiben, desto mehr verdiene ich mit meinem Video und mache hier damit Umsätze. Das heißt, das alte Ding mit Clickbait und ich mache irgendein Scheißvideo und der Titel verspricht etwas, was es im Video gar nicht gibt. Ja, Katja Kraser Wichse, ja, wenn die wieder irgendwelche obszönen Sachen verspricht, die sie im Video nicht hält, wird sie einfach kein Geld hier auf YouTube verdienen, weil die Leute dann Daumen runter geben, beziehungsweise keine Kommentare schreiben und dann lohnt sich's nicht mehr. Also die Qualität wird quasi dadurch erhöht. Das ist eure Wallet. Ja, jetzt hätte ich natürlich gerne hier schon große Zahlen präsentiert, um euch das besser erklären zu können. Das geht leider noch nicht, weil so in der Regel alle drei Tage die Umsätze überwiesen werden. Ich habe mir aber, wie gesagt, ein paar andere Videos angeguckt, die das auch erklärt haben. Man muss hier drei Sachen differenzieren. A, Steam Power. Ja, also wir fangen mal mit A, Steam. Steam ist die Kryptowährung. Die Kryptowährung ist das, womit ihr handeln könnt, in das ihr auch investieren könnt. Ihr könnt ja auch einfach sagen, hier, ich habe gar keinen Bock hier groß Steam zu meinen, ich kaufe einfach Steam. Das hier ist alles komplett intern, das heißt, ihr bezahlt auch keine großen Gebühren dafür. Ihr müsst es leider nur eintauschen, da sind wir wieder bei einem Problem. Ihr müsst irgendwie Bitcoin eintauschen und kriegt dafür Steam, das heißt, ne, das könnt ihr also investieren. Für reales Geld könnt ihr das natürlich wieder nicht machen, sondern für andere Währungen und so weiter. Das ist halt das alte Ding, ja. Das heißt also, ihr könnt also auch Steam investieren und so weiter. Also Steam, Kryptowährungen kann man sich organisieren, könnt ihr auch an jeder anderen Tauschbörse und so weiter, da allerdings mit Gebühren könnt ihr das hier kriegen. Hier in der Steam-internen Trade-Börse kostet das alles gar nichts. So, das andere ist Steam Power. Steam Power ist keine Währung. Steam Power ist ein internes Ding bei YouTube. Das ist quasi, ne, ich habe jetzt, seht ihr, 500 Steam Power, habe jetzt schon 14.000 verdient über diesen Account. Das wird dann demnächst da gut geschrieben. Dann haben meine Likes und meine Kommentare mehr Gewicht.
Ja, und bringen dem, wo ich sie mache, dann auch mehr, weil ich irgendwie schon Steam Power erwirtschaftet habe. Steam Power kann man nur kaufen, ja. Das kann man also nicht in irgendwie eine Kryptowährung ummünzen und so weiter. Steam Power ist nur zum Voten, für Kommentare schreiben und so weiter. Das dritte und das größte Missverständnis ist Steam Dollar. Steam Dollar verdient man über, ist dasselbe System, verdient man über seine Videos. Auch da habe ich leider noch null aktuell. Aber wenn das ausgezahlt wird über meine Videos und so weiter, kriege ich auch Steam Dollar. Jetzt werdet ihr sagen, ja, Steam Dollar ist ja dasselbe wie Steam. Nein, ist es nicht, ja. Steam Dollar ist quasi die Währung, die man über DTube generiert. Korrigiert mich, wenn ich mich irre, aber ich bin mir relativ sicher, weil ich wirklich 3 Videos davor geguckt habe und das mir genau erklären lassen. Ihr könnt über DTube nur Steam Dollar bekommen, ja. Steam Dollar ist, wenn man es tradet, hat es den Wert von einem Dollar, ja. Also das schwankt auch nicht, das ist einfach eine stabile Währung. Und wenn ihr jetzt sagt, ja Moment mal, aber ich will doch Steam haben, weil ich ja hoffe, dass Steam ähnlich wie IOTA oder Bitcoin oder so hoch an Wert gewinnt, dann ist es auch kein Problem. Dann könnt ihr nämlich eure Steam-Dollar einfach sagen, ich will meine Steam-Dollar verkaufen und sagt, okay, ich möchte meine Steam-Dollar einfach gegen Steam tauschen. So, da ist jetzt gerade der Kurs irgendwie 1:1,06. Das heißt, da könnt ihr dann ohne Gebühren, ja, über den Steam-Account, könnt ihr einfach sagen, ja, ich habe jetzt 5 Steam-Dollar und möchte die gerne in Steam umtauschen. Gebt ihr einfach euren Account-Namen an und tauscht das Ganze. So kommt ihr dann an Steam. Easy. Ne? Das heißt, ja. Und falls ihr jetzt fragt, was ist Savings? Ja, Savings ist wie euer Sparbuch. Da könnt ihr dann die Steam oder die Steam-Dollar rein überweisen und das ist dann quasi in eurer Wallet gebunkert. Ja, so einfach ist das. Und das hier unten ist der momentane Account-Wert. Das ist noch nicht aktualisiert, weil hier ist ja schon höher. Ihr seht hier ist mein Account schon 8,38 Dollar. Das wird also auch noch mehr werden. Ja, im Prinzip ist das alles. Das heißt, wenn ich das mal angucke, die Videos, dann sehe ich, dass mir alternativlos hier mit seinem Kommentar so und so viel gebracht hat. Ist halt die Frage, da bin ich mir nicht sicher, aber ich glaube, die Frage ist halt, hat er das für sich verdient oder hat er das für mich verdient oder für beide? Das weiß ich noch nicht, wie sie das genau aufteilt. Also ihr könnt einmal über eigenen Content Kryptowährung oder in diesem Fall Steam Dollar verdienen oder über Kommentare. Und ich weiß jetzt nicht, ob ich an den Kommentaren mitverdiene, aber ich glaube schon. Soweit bin ich noch nicht. Ich werde wahrscheinlich auch Folge-Content hierzu machen. Von daher werde ich euch das dann zeitnah, ich werde das jetzt beobachten und euch das zeitnah erklären können. Aber da gibt es genug Videos, unter anderem von dem sehr kompetenten Kollegen von Sempervideo, der das genau analysiert und so weiter. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Es ist ein absolut großartiges Konzept. Und ja, ich werde jetzt ganz, ganz viele Videos auf YouTube hochladen und auch alle meine Videos nicht nur auf YouTube, sondern auch auf YouTube hochladen. Wenn ich könnte, würde ich nur noch auf YouTube gehen, aber ja, also man wäre heutzutage, gerade in der aktuellen Zeit, blöd, wenn man von YouTube weggeht, weil YouTube momentan immer noch der Shit ist. Das muss man einfach so sagen, das kann sich auch keiner erlauben. Viele YouTuber suchen Alternativen, aber laden es dann auf beide Plattformen hoch, weil einfach YouTube noch die Masse hat. Aber das hier ist auf jeden Fall eine geile Alternative. Ja, ihr Lieben, und das war's auch schon wieder. Das wirkliche Krömer-Video mal mit und ohne Krypto heute so halb-halb ist zu Ende. Und ich bin schwer begeistert von diesem Format. Und ihr wisst, ich bin nicht so leicht zu begeistern, zumindest nicht in der Form. Ja? Großartiges Konzept, die ganze Sache. Und vielleicht sogar die Zukunft. Man kann in diesem schnelllebigen Internetgeschäft oder dieser schnelllebigen Internetwelt halt nie genau sagen, ob etwas langfristig Erfolg hat. Ich bin mir also nicht sicher, ob das so gut ankommen wird, wie es jetzt bei mir gerade ankommt. Aber ich bin von diesem Konzept sehr begeistert, weil dadurch ja viele Sachen, die ich gerne mache, vereint werden. Vor allen Dingen natürlich auch Kryptowährung. Und wenn man da mal ein bisschen weiter denkt und mal überlegt, was das für Auswirkungen auf den ganzen YouTuber-Entertainment, ja, wie nennt man das? YouTuber ist ja nur bei YouTube, aber sagen wir mal, YouTuber ist mittlerweile ein Beruf. Also ganz ehrlich, das könnte doch die ganze YouTuber-Entertainment-Welt verändern. Weil, ganz ehrlich, zum Beispiel diese ganzen Clickbait-Sachen, ja, dieses ganze Clickbait-Krebs fällt damit ja weg.
Weil es reicht ja nicht mehr, Leute irgendwie auf die Seite zu holen oder mit irgendwelchen Clickbait-Titeln ins eigene Video zu ziehen. Und am Ende bringt das Video gar nicht, was vor einem versprochen wurde oder hält gar nicht, was einem versprochen wurde. Und das ist bei YouTube anders, weil da geht es nicht um Aufrufe und um Klickzahlen, sondern nur um Likes bzw. Kommentare. Das heißt, da müssen diese ganzen Trash-YouTuber und diese ganzen Clickbait-Prank-Opfer mal irgendwie vernünftigen Content abliefern, weil sonst kriegen sie keine Daumen nach oben und kriegen keine Kommentare. So, und wenn dann eine Bibi wieder einen neuen Song macht und eine Billiarde Daumen nach unten hat, dann gibt's halt nichts. Von daher, ja, meine ursprüngliche These, die früher, als das Internet angefangen hat, mal gegolten hat, nämlich am Ende setze ich nur Qualität durch, könnte damit dann wieder irgendwie neue Bedeutung gewinnen. Und das würde mich persönlich sehr freuen. Das heißt, ich werde jetzt alle meine Videos und besonders, ich versuche auch exklusive Sachen für YouTube zu machen, werde ich auf meinem Kanal auf YouTube veröffentlichen. Übrigens dieses Video auch, das findet ihr auch auf YouTube. Und ich wäre euch dankbar für jeden, jetzt heißt es nicht mehr irgendwie, ja, abonniert mich, bla bla bla, ja. Guckt auch meine anderen Videos an, sondern jetzt heißt es bitte liken und Kommentare schreiben, ihr Lieben. Und nur so funktioniert das. Und ich habe jetzt auch ein Steemit-Plugin für meinen WordPress. Also es gibt ein WordPress-Steemit-Plugin, was ich versuche gerade in meinen Blog einzubauen. Sodass also meine Blogposts auch auf meinem Steemit-Account veröffentlicht werden. Und ich finde es geil. Ich finde, es ist so ein cooles Konzept. Und ich kann euch alle nur dazu aufrufen, da selber einzusteigen. Macht euch einen Account, ihr Lieben. Ihr braucht ja nicht mal Videos veröffentlichen. Es reicht ja, wenn ihr Kommentare schreibt. Das heißt, ihr könnt einfach Kryptowährung meinen durch Likes und Kommentare schreiben, ohne eigenen Content zu veröffentlichen. Voll geil! Seid auf jeden Fall dabei, schreibt Kommentare, bitte ganz viele und probiert selber aus. Es ist wirklich ein tolles Konzept, ihr Lieben, unterstützt das. Weg mit dem bösen YouTube, wir gehen zu DTube. So ist es. Macht's gut, danke, dass ihr reingeschaut habt. Ciao, ciao! It's all about the bumps in your heart.